Türsteher. Ja, ich glaube, hier müssen wir lang. Ich schaue noch mal ganz kurz nach hier drüben, ob hier nicht vielleicht noch irgendwas ist. Sieht aber nicht auflegen. Zwangsweise so Großer aus. Bruder, ich bin's. Ich bin jetzt auf Noveria. Ich kann nicht lange reden. Dieser Anruf kostet mich 10 Credits pro Minute. Er findet in Echtzeit aus der Traverse statt. Glaubst du, das wäre preiswert? Ich brauche Informationen. Es gibt hier ein Problem. Mit SynIQ. Der Manager Lori Keen. Er wurde auf frischer Tat ertappt. Der Administrator von Hanshan hat das Büro geschlossen. Du musst etwas für mich herausfinden. Kannst du den Namen aufschreiben? Bist du bereit für den Namen? Ranadril Gan Swa Fulsum Karaten Nar Yadi Bel Anoleis. Nein, das ist der Administrator. Der Hanshan-Administrator. Dann denk darüber nach. Ein Turianer riskiert nicht, dass man sein Büro schließt. Er gefährdet sein Team nicht. Das wird schon in der Grundausbildung gelehrt. Ich denke, der Administrator will diesem Keen seinen eigenen Mist in die Schuhe schieben. Natürlich passe ich auf mich auf. Denkst du, ich könnte über das Netzwerk von Noveria ungefilterte Daten bekommen? Außerdem würde es ewig dauern, bis eine Suche außerhalb des Systems wieder zurückkommt. Danke, großer Bruder. Ich muss gehen. Ja, ich melde mich bald wieder. Lass dich nicht dadurch stören, dass ich direkt neben dir stehe und dein Gespräch mitbelausche. Anoles hat einen interessanten Namen, muss ich sagen. Und da haben wir den Kroganer, der von dem Hanar bedient wird. Mal schauen, ob wir da nicht noch irgendwas rauskitzeln können. Verschwinden Sie. Schade. Ich sagte, Sie sollen verschwinden. Oh, geht da was? Beschäftigen Sie sich anderweitig. Dämliches Säugetier. Großartig, ich mag Kroganer. Wenn Sie nicht damit aufhören, werfe ich Sie von diesem Balkon. Verschwinden Sie. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte noch weiter reizen. Finde ich sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Okay, hier drüben gibt's was. Mittelschwere Dechiffrierung. Schön, das ist praktisch, dass wir jetzt gerade Garrus und Tully dabei haben. Da funktioniert das. So, starten wir mal das manuelle Überbrücken. Und müssen uns dann eine Lücke suchen. Oh nein, wie gemein, wie gemein. Ja, hat noch gereicht. SynIQ ist sicher deaktiviert. Aha, das ist ja interessant. Das war aber eine knappe Geschichte gerade. Da habe ich mich irgendwie in eine kleine Sackgasse manövriert. Ist aber auch manchmal wirklich nicht einfach, das Ganze. Oh, das ist so dumm. Ah, das klappt nicht. Scheißdreck. Müssen wir nochmal machen? Ich nehme mal an, jetzt kann ich nicht mehr. Nee. Also nochmal laden. Ich weiß, es ist ein bisschen beschiss, wenn ich hier jedes Mal lade, um das nochmal zu versuchen. Aber manchmal sind die halt echt auch knifflig, diese... Ach hier. Sind die auch echt knifflig, diese Dinger. Und die sind halt auch zufallsgeneriert. Das heißt, manchmal kann man auch einfach ein bisschen Pech haben, ne? Jetzt war es zum Beispiel sehr einfach. Sicherheitslogs. Nicht autorisierte Übertragung. Ich weiß nicht, ob Sie dies hier empfangen können, Doktor, aber Sie müssen so schnell wie möglich in den Sicherheitsbereich begeben. Müssen sich. Ihre Verbindung zu unserer Organisation ist bekannt geworden. Ihre Basis im Newton-System ist nicht mehr sicher. Wiederhole, begeben Sie sich sofort in den Sicherheitsbereich. Oh, Newton-System. Ich würde sagen, damit haben wir bestimmt ein neues Ziel auf unserer Karte hinzu erhalten, auf unserer Sternenkarte. Da müssen wir mal irgendwann schauen, wenn wir mal wieder hier raus sind. Nicht auflegen. So, großer Bruder, ja, das Gespräch kennen wir ja. Ich bin jetzt auf Noveria. Ich weiß nicht, ob ich als Türsteher kann nicht lange reden. Einen Salarianer einstellen würde. Die sind jetzt nicht so gefährlich wirkend. Aber naja, mal schauen. Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. Natürlich. Ah, ich kann auch gar nicht benutzen hier. Ist das nicht die richtige Ecke? Muss ich nicht hier irgendeinen Fahrstuhl benutzen oder so? Scheinbar nicht. Schade. Na gut, dann gehen wir mal. Aber hinten war ja. Ne, hinten war ja bloß diese Dechiffrierangelegenheit. Dann glaube ich, sollten wir mal wieder mit dem Fahrstuhl runterfahren und. Was für ein Angebot auf haben der Sie anderen gemacht? Seite schauen, oder? Ist ein gutes. Hier war ja nichts. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Gibt es echt zu so viele Sackgassen in dem. Sämtliche Sonderleistungen natürlich. Bereich. Oh, sicher. Hier war ich schon. Kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Versicherung, gut, gehen wir einfach mal runter, oder kannst du was sagen? Schön, Sie zu sehen, Inspektor. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Kannst du mir sagen, wo genau das jetzt war? Ich muss zu Gipfel 15. Wirklich? Das könnte schwierig werden. Dort oben tobt ein schlimmer Sturm. Meinen Sie den Schneesturm? Natürlich. Was könnte ich denn sonst meinen? Ich hörte, es hat einen Unfall gegeben. Es gibt einige Gerüchte. Auch über etwas uraltes Böses und eine Plage von fernen Sonnen. Lustig, was?
Da guckt wohl jemand zu viele schlechte Horrorfilme. Haben Sie vor kurzem eine Asari-Matriarchin gesehen? Ja, sie hat für einen ziemlichen Aufruhr gesorgt. Es kommt nicht jeden Tag eine Matriarchin mit einer Horde Soldaten an. Wissen Sie, warum Benesia hier ist? Sie behauptet, Sarens Assistentin zu sein und ein Projekt in Ordnung bringen zu müssen. Ich schätze, sie meinte Gipfel 15. Ist es so ungewöhnlich, eine Matriarchin zu sehen? Sie verlassen nur selten den Asari-Raum. Da ist es überraschend, eine so hochgestellte Persönlichkeit zu sehen. Lady Benesia war ihrer Position entsprechend gekleidet. Eine Asari in Nadelstreifenanzug lässt unter den jüngeren Männern Gerede aufkommen, gewissermaßen. Jüngere Männer aller Spezies haben komische Vorstellungen über Asari. Oh ja, gut. Sind bewaffnete Soldaten auf Noveria erlaubt? Ich weiß nicht, ob sie entwaffnet wurden. Biotikkräfte kann man natürlich nicht konfiszieren. Saren ist eine wichtige Person. Und somit auch Benesia. Er ist ein Investor, der seine Aktien verkaufen könnte, wenn man ihm was verweigert. Ich sollte sie gehen lassen. Mich gehen lassen? Sehen die Menschen eine Unterhaltung als eine Art Gefangenschaft? Das würde erklären, warum... Ja, gut, ich habe mich jetzt gerade mal abgewürgt, weil ich weggegangen bin. Aber das ist, kommt einem wirklich manchmal so vor, ne, in den Gesprächen. Als ob... die Leute gefangen genommen und genötigt würden, mit einem zu sprechen. Würde mir auch nie einfallen, ein Gespräch so zu beenden eigentlich, muss ich mal so feststellen. Gut, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir wirklich hier runter müssen und dann mit einem anderen Fahrstuhl wieder rauffahren müssen. Oder ob nicht vielleicht doch irgendwie oben das Ganze ist. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass dort oben der Zugang mit ist, aber vielleicht ist jetzt auch ein anderer Aufzug anwählbar. Zum Beispiel drüben war ja gleich einer. Hier links... Aber der sieht immer noch ziemlich unbenutzbar aus. Jo. Ich schau mal kurz ins Dingens, ins Logbuch. Doktor in Gefahr, ist das das, was ich brauche? Nee, ach, das ist mit dem Newton-System. Genau, wir haben dafür einen Quest gekriegt, das ist gut. Oh, was haben wir? Nee, das sind ja bloß die Nebenaufträge, Missionen hier. Lorik Keen. Lorik möchte, dass Sie in sein Büro eindringen und die Daten seines Computers sichern. Nehmen Sie den Fahrstuhl auf der unteren Ebene der Plaza, um zu SynIQ zu kommen. Also sind wir doch richtig hier unten. Suchen Sie dort nach Loriks Computer. Ja, das ist klar. Das Coole ist, wir haben schon mal die Sicherheit abgestellt. Vielleicht können wir dadurch einer Konfrontation entgehen. Die Frage ist nur, wo ist der Fahrstuhl? Ist er vielleicht hier drüben mit an der Wand? Mensch, kannst du mir helfen? Hoffentlich bereuen wir es nicht, Ihnen die Waffen gelassen zu haben. Das sieht nicht so aus. Okay, vielleicht hier, vielleicht hier. Hier ist kein Zugang. Warum ist das so verschachtelt hier? Das ist ja schrecklich. Nee, hier geht es ja eigentlich bloß zur Garage. Aber hier drüben ist doch auch noch ein Zugang, ne? Oder habe ich mir das gerade nur eingebildet? Nee, das habe ich mir nur eingebildet. Dann schaue ich vielleicht doch mal hier drüben. Oder hier vielleicht? Geht's hier noch die Treppe runter oder sowas? Nee. Hier sind bloß irgendwelche Steine fürs Ambiente. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Helft mir! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier oben ist bloß der Zugang zur Cafeteria. Verdammt! Das ist immer noch nicht offen. Das habe ich doch gerade schon probiert. Warum laufe ich jetzt hier schon wieder hin? Das ist irgendwie gerade unbefriedigend. Muss ich mal so feststellen. Aber das kann doch nicht. Ist die obere Plaza? Oder ist das hier unten nicht die Plaza, die gemeint ist? Das kann natürlich auch sein. Dass ich jetzt hier sinnlos hin und her irre. Vielleicht ist doch drüben bei dem Garagenzugang auch der zu SynIQ. Aber ich gucke mal ganz kurz hier vorne. Vielleicht ist es auch hier. Da unten ist, glaube ich, wirklich nichts außer dem Büro von Anoneus. Hier in der Ecke ist auch nichts. Okay, und hier vorne ist nur der eine Fahrstuhl, der zum Raumhafen führt. Okay, dann schauen wir nochmal ganz kurz bei der Garage nach, ob es nicht vielleicht doch dort drin ist und ich hier sinnlos in der Gegend rumgeirrt bin, obwohl ich schon quasi fast da war. Mit Sunnys sollten wir nochmal hochfahren und dort nochmal schauen. Vielleicht ist es ja doch oben und die Plaza ist halt nur das oben und es gibt eine noch höhere Etage oder sowas. Keine Ahnung. Was weiß ich. Wäre natürlich schön, wenn man ein bisschen schneller laufen könnte.
Das wäre schon geil. Hier geht's nur zur Garage, oder? Ne, hier! Ah, okay. Fahrstuhl aktivieren. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Hättet ihr mir doch hinschreiben können, dass es in der Nähe der Garagenzufahrt oder des Garagenweges ist. Das hätte mir geholfen. Hätte ich nicht so lange suchen müssen. Gut. Ich nehme mal an, hier sind wir richtig, oder? Safe Sicherheit. Wenn hier so viel Sicherheitspersonal ist. Stehen bleiben, Handschuhe, ja. Sicherheit. Dieses Büro ist geschlossen. Dann sollte das wohl passen. Lorik Keen hat mir den Zugangspass gegeben. Keen? Arbeiten Sie für ihn? Gegen ihn wird ermittelt. Ha, sehr gut. Er hilft es uns mal wieder, dass wir hier die anderen Gesprächsoptionen nutzen können. Anolis bezahlt Sie, um hier alles zu durchwühlen. Weiß Captain Matsu, dass Sie hier sind? Hey, ich bin nicht hinter Keen her. Anolis kann diesen Keen auf den Tod nicht ausstehen. Wie wäre es mit Folgendem? Sie tun so, als hätten Sie uns nicht gesehen und wir sahen Sie nicht. Finde ich gut. Vorbildlich plus 8, siehst du mal. Sehr gut. Oh, und da kommen dann trotzdem welche von der Safe-Sicherheit. So, dann müssen wir halt mal ein bisschen aufräumen. Ne? Wenn die mir hier so blöd kommen. So, die anderen beiden sind rechts, sehe ich gerade. Ich will nochmal ganz kurz mitschauen, ob wir hier nicht vielleicht noch irgendwas mit ausnutzen können. Okay, die kommen von der anderen Seite. Wo denn? Oh, dieser Typ, der irrt hier ständig hin und her, Mensch. So. Ruhe im Karton. Gut, haben wir die ausgeschaltet? Ich glaube, das war's schon wieder. Oh nein, ich will keine Granate werfen, verdammt. Ich habe schon wieder R gedrückt, obwohl ich eigentlich Q drücken wollte. Dumm, dass ich Skyrim gespielt habe in letzter Zeit. Okay, die kann ich auch nicht einsammeln. Schade eigentlich. So, mal wieder was zum Dechiffrieren. Warum kann ich den nicht speichern? Es ist noch niemand. Es ist noch jemand in der Nähe. Deshalb. Hier komme ich nicht hoch, das dachte ich mir schon. Da müssen wir eben außen rum gehen. Weißt du was? So. Ich habe jetzt auch, als ich meine alten Folgen nochmal angeschaut habe, begriffen, warum mein Overkill manchmal weg ist, weil der einfach nur spezifisch fürs Sturmgewehr ist. Ich mach dich fertig! Eben geschossen. Ah, schade. Der hat nicht mehr so gut gepasst. Aber hat ja noch gereicht. So, haben wir die alte mal ausgewärzt. Komische Kuh. Und jetzt kann ich doch auch speichern, oder? Jawohl. Sehr gut. Dann können wir gleich hier oben noch ein bisschen mit untersuchen. Hier gibt es zum Beispiel nichts. Hier drüben sind auch die Türen zu, wobei hier scheinbar... Ah, sehr gut. Hier kann man nämlich aufmachen. Das dachte ich mir schon, weil es rot geleuchtet hat. Schauen wir mal, was wir hier finden können. So, bitte mal öffnen. Sehr gut. Medizinkit, das freut mich. Technikkit, Servogelenke, Stimulanzpack 3. Muss ich gleich mal schauen. Ich möchte bloß mal nur noch hier den Wandsafe öffnen. Ebenfalls eine leichte Dechiffrierung. So, ganz schnell durch. Phasenmunition 3 klingt gut. Auch der Kampfsensor, den könnte ich irgendjemanden aus meinem Squad anlegen, denke ich mal. Das könnte erfolgreich sein. Okay, wir haben nochmal Servogelenke von irgendeinem Gegner gekriegt, den wir platt gemacht haben. Schauen wir mal kurz. Wir haben drin das Notfallinterface. Das war ja plus Gesundheitsregeneration. Hier haben wir plus Schmetterschaden, weiß ich nicht. Abkühlungsreduzierung ist alles nicht so geil eigentlich, muss ich sagen. So, jetzt muss ich nochmal schauen bei dem Notfallinterface. Funktioniert das immer? Das scheint immer zu funktionieren, oder? Ach ja, ich habe ja auch ein Notfallinterface, aber das ist halt das Bessere. Ja, dann rein damit. Irgendwie denke ich bei Notfallinterface immer, dass es nur ist, wenn ich eine bestimmte Grenze an Leben unterschritten habe. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich früher so relativ viel Final Fantasy gespielt habe und dort gab es auch immer für ein Not-Shell, Not-Protest, also es waren dann halt die Schutzzauber und lauter solche Sachen. Deswegen ist das, glaube ich, so drin bei mir im Kopf. So, dann würde ich sagen, legen wir Garrus mal in das Notfallinterface mit rein. Tali kann... Genau, Schmetterschaden für Tali. Nee. Die Abkühlungsreduzierung könnte man machen.
Schildbatterie. Oh, plus 50 Schilder, das klingt gut. Passt ja auch irgendwie zur Technikerin, dass sie ihre Schilder erhöht. So, ich würde jetzt sehr gern auch mal andere Rüstungen für die reinhauen, aber die haben halt eigene Rüstungssets sozusagen. So, die ist schon die Waffe, die sie besitzt. Genau, da muss ich auch gleich noch schauen hier. Das mache ich vielleicht erstmal, bevor ich Tali da ausstatte. Dass ich vielleicht mir neue Upgrades drauflege. Die Hammer war plus 25% Waffenwirkung. Was haben wir hier? Plus 40% Giftschaden. 7 Schaden pro Sekunde für 5 Sekunden. Plus 30 Schildumgehung, minus 30 Schaden. Ach Mensch, das ist ja blöde hier. Panzerbrechend ist plus gegen synthetische Ziele, das ist ärgerlich. Hier plus 30% Waffenwirkung, das klingt doch schön. Was haben wir hier unten noch? Abkühlungsreduzierung. Sonst noch irgendwas? Achso, die Strahlenkrankheit. Was weiß ich. Gut, wir knallen uns hier Hammer rein. If I had a hammer in the morning. Hier oben den Kampfsensor, den würde ich vielleicht jemand anderem geben aus meinem Squad. Der Großkaliberlauf. Ach, das war es mit der Feuerrate und der Hitzeabsorption. Nein, das muss nicht sein. Das hier klingt gut. Waffenstabilität, das könnte ich gebrauchen. Damit mein Fadenkreuz nicht mehr ganz so extrem hin und her wankt. Das wäre schon sehr schön. Was hat er? Kühlkörper. Ich glaube, ihm knall ich mal den Großkaliberlauf rein. Ah ja, klar, warum nicht? So, und hier chemisch 2. Da können wir zumindest auf chemisch 3 aufrüsten. So, die anderen Waffen lasse ich mal, wie sie sind. Ich mache bloß nochmal bei Tali gerade den Kampfsensor rein. So, kriegt sie noch hier. Gib mir mal die Phasenmunition. Okay, dann können wir dank Tali zumindest auf dem Radar alles sehen, auch wenn sich manche dem Radar zu entziehen versuchen. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, auch wenn sie nicht die stärkste im Kampf ist, dann ist sie doch zumindest nützlich. Hier drüben, die sind nicht zu öffnen, ne? Nee. Ich gehe mal viel zu nah ran, glaube ich. Ich glaube, ich müsste überhaupt nicht so nah an die ganze Sache rangehen. Okay, ich glaube, wir müssen auch hier oben hin. Machen wir das doch gleich mal. Auch wenn ich unten noch was habe, dass ich dechiffrieren muss, das weiß ich noch. Habe ich nicht vergessen. So, Wandsafe, Medizinkit und da drüben ist dann sicherlich... Genau, da ist der Computer. An den gehen wir gleich. Erstmal wieder ein bisschen dechiffrieren spielen. Das alte Spielchen. Ah, verdammt, ich war zu langsam. So, zwinge ich mich gleich mal hier durch. Das war vielleicht nicht so schlau. Na, das war dumm, das war dumm, das war sehr dumm. Da hat man immer eine Idee und bevor man sie ausgeführt hat, ist es dann schon wieder zu spät, um das zu machen. Naja, was soll's. Neuer Versuch. Das sieht schon ein bisschen besser aus hier. So, das zur Seite und dann sind wir durch. Kein Problem. Rückstoßdämpfer 3, ich muss mal kurz schauen, welche Stufe hatte denn meiner. Ah, ich habe gar nicht... Hatte ich nicht eben eine Rückstoßdämpfer? Doch, ist auch Stufe 3, okay. Gut, dann behalten wir den und geben den mal irgendjemand anderem. Speichern. Und Lorik Kings Computer. Sie laden die Beweise von Loriks Computer herunter. Gut, speichert auch gleich automatisch, das ist schön. Ich nehme an, es gibt gleich irgendwelche Gefechte. Schauen wir doch mal. Ah ne, wir haben ja die Sicherheit ausgeschaltet, stimmt ja. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Oder? Ah ne, das ist doch jemand. Das ist die dumme Tussi. Oh ja, sehr gut. Die dumme Tussi ist da. Haha. Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Oh, und du solltest ziemlich tot sein gleich, glaube ich. Na, mal gucken. Wer sind Sie, finde ich gut. Wollen Sie, dass ich gehe? Gehen? Denken Sie, ich würde Sie gehen lassen? Oh nein. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Kopfkillern macht? Ihre Männer haben Dreck am Stecken. Sie sind außer Dienst hier und brechen das Gesetz, weil sie geschmiert wurden. Ich muss meine Mission beenden. Und tat, was ich tun musste. Ist mir egal. Okay, wird direkt losgelegt hier. So, direkt draufhalten auf die Alte. Zack! Ja, die hat es direkt aufgelöst. So, das war's auch für die. Und... Ah, die ist schwer zu treffen, ne?
So, den haben wir noch niedergestreckt mit der Faust. Mitten ins Gesicht. Garrus hat es erlegt. Das ist sehr schade, aber der wird schon gleich wieder aufstehen. Ich glaube, es reicht auch, wenn wir mit Tali alleine jetzt noch hier weitermachen. Finde ich geil, dass es die Olle direkt aufgelöst hat. So, auch für dich ist es vorbei. Kannst du dich hier vielleicht an die Wand lehnen? Dankeschön. Braucht man nicht, okay. Ist bloß noch einer, den können wir auch so holen. Ich meine, die sind ja jetzt nicht so stark. So. Hätten wir das Problem gelöst. Garrus darf wieder aufstehen. Gut, und dann können wir uns noch hier kurz umschauen, ob wir hier nicht vielleicht noch ein paar Sachen finden, die wir öffnen und dechiffrieren können. Zum Beispiel hier der Waffensplint. Das sieht doch gut aus. Überbrücken wir mal manuell. Banshee 3 habe ich, glaube ich, schon, ne? Aber vielleicht könnten wir Garrus einen in die Hand drücken. Haben wir gleich noch ein bisschen was im Muni dazu gekriegt. Genau, wir haben Banshee 3 in der Hand. Garrus hat die auch schon. Tali hat die auch schon. Na, was ist denn hier los? Oder... Nee, Quatsch. Ist gar nicht wahr. Ich gucke bloß hier unten die ganze Zeit. So, ich habe die Avenger. Die Banshee ist schlechter. Er hat zwar mehr Schüsse bis zum Hitzelimit, aber das reicht mir nicht. Das reicht uns nicht. Selbst die Banshee 3 hat einen schlechteren Schadenswert als die Avenger 2. Das ist sehr traurig. Ja, dann lege ich die auch nicht an. Muss ich mal so feststellen. Das heißt, ich habe gerade... Ah nein, ich habe eine Avenger 3. Okay. Stimmt. Gut, da ist die Banshee 3 nicht so besonders. Dann lassen wir die auch außen vor. Und drücken die niemandem in die Hand. Das ist ja echt traurig.